Hi, alle zusammen und willkommen zurück. Ja, es geht weiter mit der Nebenquest hier, mit diesem Rätsel vor vielen hundert Jahren. Und das Rätsel hat ja für uns Banat gelöst. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, wie der geht, nämlich Zi Uduya Lalagat Exa Nibit Kanpagat Uduzi. Genau, und schon kommt das nächste Rätsel, das sollte man aber selber lösen. Da hilft uns auch Banart nicht mehr. Es gibt mehrere Kombinationen, also wir müssen so machen, dass hier alle Lichter an sind. Und ja, dafür machen wir erstmal hier dieses Licht aus. Dieses an. Ja, genau, dieses aus. Und nochmal dieses hier an. Damit brennen alle Lichter und die Tür geht auf. Wo wir den stärksten Gegner in diesem Spiel treffen. Ich könnte versuchen, ihn nochmal zu besiegen und wenn es nicht klappt, dann lasse ich es einfach. Weil der ist ziemlich stark, Mann. Also ich habe den besiegt, wo ich... Ach so, warte mal, noch eine andere Sache. Wie habe ich eine Golem-Trophäe? Habe ich ganz vergessen. Die ist ziemlich gut. Die haben wir schon ziemlich länger. Genau, Rüstung plus 10, Vitalität plus 15, also. Nice, gut. Also ja, ich versuche mal den Wächter zu besiegen, wenn es nicht klappt, dann... Whatever. Dann lasse ich es einfach. Sei gegrüßt, Auserwählter. Wer bist du? Die Alten haben meiner Seele ihr herrlichstes Artefakt anvertraut, auf das ich diejenigen belohne, die auserwählt sind. Und genau, ich sollte einfach sagen, mich hat keiner ausgewählt und dann kommt es zum Kampf. Ich will hier raus, dann komme ich direkt raus und gut ist. Oder wie wirkt dieses Artefakt? Dann kann man noch weiter ein bisschen auswählen und im Endeffekt können wir unsere Talente neu verteilen. Ja, das geht alles nur einmal. Ich habe den Typen schon mal besiegt, wo ich für Roche gespielt habe. Hab halt alles aufgenommen. So gut wie ohne Schnitte. Also da sieht man genau, wie ich gelitten habe bei dem Typen. Ich probiere jetzt mal ihn nochmal zu besiegen. Vielleicht habe ich Glück und es klappt und vielleicht bin ich auch jetzt skillvoller geworden. Ich bin kein Auserwählter. Dann bist du ein räudiger Eindringling und verdienst Strafe. Stirb! Aber wenn es nicht klappt, dann lasse ich's. Ja, fängt schon mal gut an. Was für ein Schwert habe ich? Silberschwert. Wie viele von denen? Ja, wisst, ich glaube, es klappt nicht. Und das, obwohl ich höheres Level bin. Also ja, die ganzen Gargoyles hier, die sind hier deutlich stärker. Man darf sich eigentlich von denen so gut wie gar nicht treffen. Und wer sehen möchte, wie ich ihn besiegt habe, der kann sich ja anschauen, wo ich für Roche durchgespielt habe. Sei gegrüßt, Auserwählter. Wer bist du? Die Alten haben meiner Seele. Wie wirkt dieses Artefakt? Wie funktioniert denn dieses Artefakt? Ich kann damit bis zu einem gewissen Grad vergangene Fehler berichtigen und die Eigenschaften des Auserwählten besser an seine Wünsche und Vorstellungen anpassen. Aber denk daran, alles hat seinen Preis und er fällt bei jedem anders aus. Bereit? Genau, wenn ich sage nein, dann werden wir keine zweite Chance mehr kriegen. Ich sag mal ja. Geras Fähigkeiten werden zurückgesetzt und ich kann das nochmal alles neu verteilen. Wir können zum Beispiel hierfür, also unseren Baum ganz ändern zum Beispiel. Ah ja, ich muss erstmal nach oben skillen.
Also diesmal würde ich nicht mehr umlenken vom Fallen skillen. So, jetzt haben wir dieses nochmal freigeschaltet. Es gibt halt so einen Trick, um Achievements zu bekommen. Also ich gehe jetzt einfach hier hoch. Bis ganz nach Ende. Machtkontrolle. Alle Resistenzen plus 20%, Zeichenschaden plus 3, Erzeugung von Adrenalin bei Einsatz von Zeichen plus 10. Genau. Da nochmal zurück. Nach unten. Also ich gucke nicht mal, was ich das skille, weil ich werde das nicht behalten. Ich mache das, um Achievement zu bekommen, denn es gibt insgesamt drei Achievements beim Skillen. Nämlich das eine sagt, du musst das Schwertmeister bis zu Ende gehen. Also bis hierhin, da nochmal Alchemie und Magie, und ich persönlich habe für Alchemie und Magie noch nie Witcher 2 durchgespielt, obwohl ich das schon mal machen sollte, weil ich glaube, das könnte ziemlich interessant werden. Ich denke wirklich, alle spielen für Schwertmeister. Das ist ja ein bisschen uncool, und da sieht man, ich habe die zwei Achievements bekommen. Aber der Typ ist weg und ja, ich weiß nicht, ob ich so bleiben will. Ganz ehrlich, wollen wir es mal anschauen, vielleicht bleibe ich so. So schlecht kann es nicht sein, und ich habe noch 8 Talentpunkte. Alle Resistenzen plus 3, Zeichenschaden 10, Erzeugung von Adrenalin bei Einsatz von Zeichen. Vitalität? Eigentlich könnte man so bleiben. Und was macht hier das unten am Amplifikation, Erzeugung von Adrenalin bei eigener Vergiftung, Ah ja, dann muss ich die ganzen Tränke nehmen. Schalte den Berserker-Modus frei, der bei voller Adrenalinanzeige aktiviert wird. Ermöglicht die Erzeugung von Adrenalin bei eigener Vergiftung. Keine Ahnung, ich habe Schiss, so zu bleiben. Ich meine, wir müssen noch ein paar Gargoyles killen wahrscheinlich. Und ansonsten... Wirkungsdauer von Ölen, die ich nie benutze. Effekte von Mutagenen. Ich habe ein paar Mutagenen, wie auch immer die genannt werden. Lass mal versuchen, die reinzubauen. Also ich glaube, ich bleibe tatsächlich so. Ups. Ich habe irgendwie vergessen, wie man die Mutagene einbaut, ey. Ach so, das geht nicht. Ich muss dafür meditieren. Ich würde gerne mal ausprobieren, wie viel Schaden ich mache, weil ich glaube, es hat sich gar nicht mal so viel verändert. Klar, ich werde jetzt weniger Schaden machen, aber ich habe immer noch sehr gutes Equipment. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich gar nicht mal so wenig Schaden machen werde. Es gibt ja hier so Modder. Oh, scheiße, diese Rolle, die ist... So, nee, Mann, scheiß dran. Das ist wo? Ich glaube, das muss es sein. Ich habe keinen Bock zu riskieren, dass ich dann später zu schwach bin. Sei gegrüßt, auserwählt. Wer bin ich? Ich will von hier verschwinden. Du verschmähst die größte Gabe der Alten. Sei auf ewig verbannt. Leb wohl. Hierher kannst du nicht zurückkehren. Rausgeschmissen. Och, scheiße, Mann, nicht erfüllt. Das heißt... Ich habe eigentlich wieder falsch gemacht. Sorry, dass das alles hier so ein bisschen länger dauert, aber ja. Energieregeneration im Kampf, das hatte ich übrigens nicht bei diesem Skill. Ziemlich gut. Schaltet Blocken frei, okay. Energieregeneration nochmal. Energie ist richtig geil, deswegen
wir skillen das soweit es geht, ein bisschen Vitalität. Und jetzt gehen wir halt wieder Schwertmeister, den gleichen Weg wie davor. Eigentlich kann ich alles direkt zweimal skillen. So, wir können das auch direkt mutieren. Weil ich habe hier Großmutter gegen Verstärker. Das ist ziemlich nice. Enter. Dann hier das eine. Großmutter gehen für Vitalität. Enter. Und ich gehe mal davon aus, ich werde keine großen Mutagene mehr kriegen. Deswegen wir setzen auch die anderen Mutagene ein. Besser als nichts. So, oben kann ich auch noch ein Mutagen einsetzen. Für Vitalität macht es Schaden plus 1. Nicht übel. Ich habe übrigens hier noch ein Achievement bekommen. Das Achievement besagt, du musst 5 Mutagene einsetzen in dein... Ja. Halt bei deiner Skillung. Wobei ich glaube, ich habe jetzt nur 4 eingesetzt, aber plus noch der eine davor. Den ich schon mal... Naja, ihr wisst schon. Den ich von Anfang an hatte. So. Schaltet A-Zeichen. Axi-Zeichen benutze ich nie. Zeichenschaden interessiert mich nicht. Wir haben noch ganze 11 Talentpunkte, also wir könnten vielleicht bis zum Ende kommen. Ja, lass mal schauen. Hallo, warum skillst du nicht? So. Verstärktes Quenzzeichen. Würde ich sogar lieber zweimal skillen, weil er dann mehr Schaden reflektiert. Energie 1. Energie ist auch sehr wichtig, deswegen skill ich das zweimal. Igni oder fatale Anziehung. Zink ermöglicht bis zu 2 Gegner gleichzeitig mit Taxi zu verhexen. Brauche ich nicht. Ja, Irdenzeichen brauche ich eigentlich auch nicht, aber was soll's, Chance auf kritische Effekte. Irdenfallen verbindet sich miteinander und machen es dem Gegner unmöglich, sich zwischen den Glyphen zu bewegen. Nicht übel. Vitalität ist aber besser. Schaltet das Heliotrop-Zeichen frei, wenn die Adrenalinanzeige voll ist. Ermöglicht die Erzeugung von Adrenalin bei Einsatz von Zeichen. Na gut. Alle Resistenzen. Alter, ich bin so ziemlich gegen alles Resistenz. Mit diesen 30% plus. Ja, plus mit den Resistenzen von der Rüstung halt. Natürlich von der dunklen Rüstung. Ja, und damit haben wir die Quest abgeschlossen und sind nicht durchgefallen. Sonst sind wir vorerst hier fertig mit... mit den Nebenquests. Alter, ich habe 5 Ausdauerpunkte und wenn ich mein Stahlschwert ziehe, dann sogar ganze 6. Geh? Ja, da sieht man's. Okay, weil das Schwert gibt ja uns auch noch einen Energiepunkt. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt die ganzen Gargoyles ganz schnell, weil es hat sich einfach alles so gezogen in die Länge. Richtig unnötig, meiner Meinung nach. Aber ich musste leider ein bisschen nachdenken, habe aber ganze 3 Achievements bekommen. Gut, das haben wir alles gelesen, wo ich für Roche durchgespielt habe. Auftrag Gargoyles, bei dem Typen kann man noch was erfahren über Gargoyles. Erzähl mir was über diese Gargoyle, die euch keine Ruhe lassen. Gargoyle sind die Diener der Zauberer, die einst in Lokmuin lebten. Die Magier gingen fort, die Gargoyle blieben und treiben ihr Unwesen. Sie machen einige Stadtviertel unsicher. Die kann man nicht mehr betreten. Ich glaube, shit. Ich war ja noch gar nicht beim Amphitheater da und da gibt es auch noch ein paar interessante Charaktere. Bei dem Typen sollte man eigentlich normalerweise hier die Runen der Macht kaufen, die Bücher. Aber ich lasse das mal. Es ist halt nötig für die Quest, für die Gargoyle-Quest. Wenn du gewisses Wissen nicht besitzt, aber da ich dieses Wissen besitze, braucht man diese Bücher auch gar nicht zu kaufen. Ich erkläre es euch später. Hier ein toter Zwerg mit Schema für Wasseressenz.
Ja, in diesem Amphitheater, es gibt nicht so viele interessante, Der Konstabler Johann Natalis? nicht so viel Interessantes zu sehen, aber schon so ein paar Sachen. Hier zum Beispiel steht der Arien Lavalette, der steht übrigens manchmal auch hier an der Seite, dann sieht man ihn schneller, soweit ich weiß, aber manchmal versteckt er sich hier auch. Sieh einer an, der Hexer Geralt. Dann landen wohl nicht nur Katzen immer auf allen Vieren, sondern auch Wölfe. Diesmal zwingst du mich nicht zur Kapitulation, hoffe ich. Ich will den wahren Königsmörder fassen. Um weit und breit wieder als Held zu gelten? Die Richtung stimmt. Naja, ich habe Foltes gehasst, aber Temerien ist in den Grundfesten erschüttert. Hoffentlich hat Nathalys Erfolg bei den Verhandlungen, sonst reißen die Barone das Land in Stücke. Du warst doch zuletzt in einem brennenden Öllager eingesperrt. Ich bin in der Burg geboren und aufgewachsen, Hexer. Ich kenne da mehr Gänge als jede Maus. Man dachte lange, du wärst tot. Da sind wir ja schon zwei, nicht? Solltest du nicht in Vysima sein? Da geht es doch richtig zur Sache nach Foltests Tod. Man kann sein Glück machen, vor allem wenn man von königlicher Abstammung ist. Geralt, du begreifst wohl nicht, was hier los ist. Die Wiedereinsetzung der Kammer ist doch nur ein Vorwand. Die Herrscher der wichtigsten Nordreiche haben sich hier versammelt, um das Machtgefüge festzulegen. Da bleiben doch nur Dummköpfe und Feiglinge zu Hause. Ja, so ein kurzes Gespräch hatten wir mit diesem Typen. Also sind sogar Vertreter von Nilfgaard. Dann gibt es hier noch Iona oder Iola hieß die. Bereitet euch auf die letzte Lektion. Grüß dich, ich bin Ilona, die Elfin mit dem Bart. Mit dem Bart? Stell dich nicht dumm. Eigentlich gastieren wir hier. Aber bei diesem Chaos will uns ja keiner sehen. Also, Plan B. Wir handeln. Was hast du denn zu verkaufen? Frisches Essen. Sehr lecker. Willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Ich würde mal sagen, ich warte. Ich kann für deinen Auftritt bezahlen. 200 Orins. Sogar mit Trinkgeld. Ein Oren mehr. Genau, jetzt hat sich hier so ein Bart und sieht aus wie ein Mann. Ihr werdet erfahren, worauf willst du was kaufen oder wartest du, dass mir der Bart wächst? Wie, noch länger? Tschüss. Das bezweifle ich. Na, was geht bei euch? Ich kenne dich noch aus Tannet. Was ist das denn hier für ein Sexistenverein wahrscheinlich? Feminismus pur. Ja, gut. Sonst haben wir hier alles gesehen in Lokmuin. Hier die ganzen Gargoyles werden wir jetzt natürlich killen. Donnerschlag. Autsch, autsch, autsch. Oh mein Gott, warum machen die so viel Schaden? Ich hab die ein bisschen unterschätzt. Hier die ganzen Gargoyles werden wir killen, ja klar. Das werden wir noch sehen. Ja, whatever, ich habe vor kurzem gespeichert. Ah, da steht übrigens, habe ich gerade gemerkt, finde mehr über Gargoyles heraus. Also man könnte halt rein theoretisch das Buch dazu kaufen, aber es ist eigentlich unwichtig, es geht auch so. Man braucht nicht mehr über Gargoyles herauszufinden, um die Quest zu lösen. So, jetzt mache ich aber ernst. Und wir fangen am besten... Naja. Alter Geralt, nein, greif doch nicht den an, sondern genau den hier. Okay, hat der Typ sich selber gekillt. Ja, guck mal, die machen viel weniger Schaden, wenn sie von vorne treffen. Ja, und das war's. Das ist doch nix, Mann. So, und jetzt sind wir da, wohin wir wollten. Hier in dieser Kammer gibt's ein Rätsel. Das Medaillon. Und eine Truhe, an die wir nicht rankommen, weil die magisch versiegelt ist. Nun, untersuchen 6. verschlüsselte Runenkombination. Insgesamt gibt es 6, aber es sind immer 3. Also wir müssen nur 3 davon entschlüsseln und die sind eigentlich immer... random.
Runenkombination. Also es kann sein, bei euch steht hier was anderes. So, am dunklen Himmel so schön schwebt ein Falke schneller und schneller. Ja, bevor wir hier dieses Rätsel lösen können, müssen wir wissen, dass es nun ja vier Eigenschaften gibt. Zum einen Himmel, dann Kunst, dann Tier und Zeit. So, diese vier Eigenschaften müssen wir bedenken. Und ja, hier zum Beispiel, das steht für Kunst, das steht für Tier, das steht für Zeit und das für Himmel. Und das alles erfährt man aus diesen vier Runenbüchern, wobei es steht auch nicht so offensichtlich da, aber ja, eigentlich erfährt man die aus den vier Runenbüchern, die man bei Banart kaufen kann oder Felicia. So, das heißt am dunklen Himmel, Himmel ist Himmel, ganz klar, schön ist Kunst und Falke ist ein Tier, schnell ist Zeit. So, Himmel, Kunst, warte mal. Also, wir löschen hier dieses Zeichen, das steht für Himmel, hier für Kunst. Und dann war Tier und Zeit. Falls wir das falsch gemacht haben, dann werden wir ein bisschen Schaden abkriegen. Weiß nicht, 30% oder so. Du trägst das Schwert Aramils. Sich dem Lol, ich könnte das Schwert direkt wegwerfen eigentlich, aber okay, mach ich jetzt mal nicht. Ich verabscheue die Vision der Ermordung aller Rassen im Namen der einen Richtigen. Der König der Jagd befahl mich zu töten. Die Geister aus seinem Reiterzug jagen mich schon seit Jahrhunderten durch die Weiten des Alls. Nun bin ich in Lokmuin angekommen. Auch wenn ich müde bin, ich darf nicht ruhen. Die Reiter der Jagd sind dicht auf. Schon spüre ich ihren eiskalten Atem im Nacken. Ja, das Schwert ist gar nicht mal so gut, wie man denken könnte, wenn sogar Geralt was dazu sagt. Ja, so ein Zitat. Aber ich verkaufe es mal bei Banart. Obwohl, nein, ich verkaufe es bei jemand anderem, weil bei Banart können wir auch noch was anderes machen. Okay, bei mir ist das Spiel abgestürzt, aber ich hatte das ja schon so gut wie vermisst. ja, was wollte ich machen? Genau, nochmal alles verkaufen. Ups, ich habe Beltons Trophäe verkauft. Ach, ist egal. Das Spiel, wir haben das Spiel so gut wie durchgespielt und Beltons Trophäe können wir leider nicht in das dritte Teil mit uns nehmen. Wie zum Beispiel das Tattoo, was wir gerade haben. Ja, ich denke mal, das reicht. 265 von 370. Gut. Ein Mutant. Also einerseits finde ich ja schade, dass wir das Spiel schon so gut wie durchgespielt haben. Ich finde, wenn man für Jorvet spielt, dann ist das Spiel deutlich kürzer geraten. Egal ob man in Lokmuin ist oder in... Wobei in Lokmuin haben wir noch eine Quest hier zu erledigen mit Philippa, die man sonst ja nicht hat, wenn man für Roche spielt. Aber trotz allem habe ich das Gefühl, es ist kürzer oder, naja, vielleicht gleich lang. Ich meine, wir werden hier keine Brigida oder Brigade, wie die hieß, kennenlernen und mit der auch da noch in das andere Tal gehen. Noch dieses Abenteuer erleben, das wird hier nicht passieren. Gut, aber das war noch nicht alles. Das Medaillon. Na?
ziemlich easy. Und kein Wunder mit so einem Schwert, das speziell noch gegen Gargoyles und so große Monster wie Golems besonders effektiv ist. Gut, hier ist das weitere Rätsel. Na? Wenn Geralt das mal lesen würde. Der Komet, also Himmel, ist wie ein Wolf in der Erntezeit, ein böses Schlaflied. Also, warte mal, Himmel, Tier, Zeit, alles klar. Himmel, Tier, Zeit. Das ist eigentlich alles, was wir uns merken sollten. Himmel, Tier. So, das müsste Zeit... Ne, warte, das war Kunst. Schema-Handschuh des älteren Blutes. Damit haben wir zwei von drei Siegeln deaktiviert, bleibt nur noch einer. Und früher könntest du einfach ganz spontan, also was heißt früher, wenn du für Roche spielst, kannst du einfach ganz spontan durch das dämonische Lager laufen. Aber das funktioniert jetzt nicht, wie man sehen kann, weil die denken immer noch, ich bin hier der Königsmörder, der Foltes gekillt hat. Genauso wie die redanischen Soldaten. Und deswegen, wir umgehen das ganze Lager, denn dort werden wir von jedem Mann gegriffen, außer Nathalys, weil aus irgendeinem Grund ist Nathalys gar nicht da, also keine Ahnung, die ist verschwunden. Wahrscheinlich hat er sich mit jemandem getroffen oder so. Das gleiche gilt auch für Baron und Graf, die wir bei Roche getroffen haben, wo wir für Roche durchgespielt haben. Die sind auch nicht mehr da, aber dafür hier die scheiß Gargoyles. Die sind nämlich immer da. Gut, und die hier sind respawned oder nicht, wie es aussieht, nicht, das ist gut. Laufen wir einfach durch und das ist schon das letzte Siegel. Schon wieder das Medaillon. Drei Feldmäuse tanzen, also Tier, Kunst in der Abenddämmerung im Kreis, die Sterne sind wie Saatkörner, Himmel am Ende. Nochmal, Tier, Kunst und Himmel. Oder warte mal, wo ist die Zeit? Was davon ist überhaupt die Zeit? Die Abenddämmerung oder? Ja, wahrscheinlich ist die Abenddämmerung dann die Zeit. Okay, das heißt Tier, Kunst, Zeit, Himmel. Wenn es nicht klappt, dann kann man das nochmal probieren. Warte mal, Tier, wo ist Tier? Ah ja, hier, es ist nur ein bisschen so umgedreht. Ich hab's vergessen. Tier, Kunst, glaube ich, war da. Genau, Kunst. Zeit. Himmel. Und ich benutze mal für alle Fälle Quenzzeichen, obwohl nein. Ich hatte schon recht. Okay. Sieht gut aus. So, Schuhe des älteren Blutes, ja. Eigentlich alles ganz gute Sachen, aber nicht besser als unsere dunkle Rüstung. Definitiv nicht besser. Speichern und jetzt nochmal den ganzen Weg zurück zum Bannart. Genau, das Manuskript können wir ihm auch nochmal geben. Die Gargoyles sind Geschichte. Den Göttern sei Dank. Endlich kann man sich in der Stadt wieder bewegen. Hier ist deine Belohnung. Ich habe das Manuskript gefunden. Interessant. Es ist mit Hilfe uralter Magie versiegelt. So sichert man nur sehr wertvolle Dinge. In der Tat. Weißt du, wie man es entsperrt? Die nötigen Ingredienzien werden aus den Körpern bestimmter Monster gewonnen, die es hier leider nicht gibt. Pheromone der Königin der Endriagen.
das Blut eines Neckers und das Hirn einer Gralle. Statt des Harpyeneises wirkt auch die Zunge eines Moderhäuters. Danke. Ich komme zurück, wenn ich alles beisammen habe. Ja, ich müsste alles zusammen haben und das hab ich auch. Ich habe alles. Nicht möglich. Gib her. Es müssen unbedingt die Anteile stimmen. Geschafft. Mal sehen, was drin steht. Oh Götter! Was hast du gefunden? Eine Anleitung zum Schmieden des legendären Schwerts Kerme. Sie ist dein. Du hast sie dir verdient, Hexer. Es wäre mir eine Ehre, das Schwert zu schmieden. Danke. Mach's gut. Ja, du sollst mir tatsächlich etwas schmieden, aber nicht das Schwert, sondern die Rüstung. Kerme, 50 bis 58 Schaden. Chance auf sofortige Tötung des Gegners, plus 4%. Ja, wo ist diese Rüstung? Hier Wrans Rüstung, dafür habe ich fast alle Komponente. Und ja, da sieht man nochmal, die wird aus Iskid Rüstung hergestellt. Nietenleder brauche ich noch einmal. Vielleicht kann ich das direkt bei ihm herstellen. Wenn nicht, dann verkauft er das bestimmt. Jupp, kann ich machen. Zufälligerweise. Für 2000 Orenzia. Damit ist die Quest Fluss der Geheimnisse jetzt abgeschlossen. Junge, warum guckst du da, Silkrad? Da ist doch nichts. Was suchst du hier? Ich habe alle Aufträge angenommen. Naja, war eigentlich nur einer. So, okay. Alles ist erledigt. Bleiben nur noch hier die drei Hauptquests. Und wir machen dann im Namen höherer Werte weiter. Dann in der nächsten Episode. Also, wir können eigentlich nur mit dieser Hauptquest weitermachen. Alle anderen gehen momentan gar nicht. Und ich gehe mal erstmal weiter von dem Typen weg. So, wir haben jetzt eine Rüstung hergestellt. Wran Rüstung. Rüstung 30, Vitalität 40. Ja, natürlich. Eigentlich eine sehr gute Rüstung. Die beste Rüstung im Spiel, außer jetzt. Abgesehen von der dunklen Rüstung natürlich. Die ist dann etwas besser. Nun gut. An sich war es das schon mit allen Nebenquests und eigentlich so gut wie mit Lokmuin auch. Ich würde mal sagen, ich mache hier dann Schluss. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geworden ist, weil ich wollte unbedingt alles hier in dieser Episode abschließen, damit wir in der nächsten Episode direkt mit Philippas Quest beginnen können und mal was Neues sehen. Denn in dieser Episode haben wir ja nur die ganzen Sachen gemacht, die ganzen Quests, die wir ja schon in der bei Dingster gemacht haben, beim Roche, wo ich für Roche durchgespielt habe. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.